Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite guten Morgen. Ich freue mich, dass ich zu Ihnen reden kann, mal über den Raum, über die Raumfahrt, über den Weltraum. Und man kann sich ja schon die Frage stellen, liegt die Zukunft wirklich im Weltraum? Die Zukunft liegt im Weltraum. Ich möchte Ihnen in einer Präsentation ein paar Aspekte davon darstellen. Und zunächst erstmal sagen, wenn wir über Zukunft reden, sollten wir natürlich auch über globale Herausforderungen reden. Sie sehen hier eine lange Liste. Jeder von Ihnen hat seinen eigenen Schwerpunkt darin. Ich versuche gar nicht irgendwie eine Priorisierung zu erledigen, sondern alle Punkte sind wichtig. Ich glaube, auch das ist wichtig. Herr Klingbeil hat das auch schon gesagt. Wir dürfen jetzt nicht ausblenden, nur weil wir ein spezielles Problem hier haben, dürfen wir nicht alle anderen Probleme ausblenden. Alles dieses sind Herausforderungen. Und für diese Herausforderungen gehört für mich immer noch dazu die Neugier des Menschen, die uns mit Mut nach vorne bringen kann. Und deshalb ist die Raumfahrt tatsächlich ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist. Wir wissen, dass es Konflikte gibt, nicht nur die Konflikte jetzt mit der Ukraine, sondern auch der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China gehört auch zu diesen Herausforderungen. Und die Frage ist, wie geht man denn Herausforderungen an? Jetzt sagen Sie alle, das weiß ich schon. Aber ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, dass Herausforderungen eigentlich vier Schritte brauchen. Ich muss sie entdecken, ich muss sie monitoren, ich muss Aufmerksamkeit schaffen und dann kann ich dagegen angehen. Links und rechts sehen Sie zwei ganz unterschiedliche Bilder. Links die Pandemie und rechts den Klimawandel. Und beide müssen genau nach derselben Logik behandelt werden. Bei der Pandemie wissen wir das. Entdeckung mussten, da waren ein paar Leute krank in Wuhan und dann war es tatsächlich das Virus. Es musste gemonitort werden. Das tun wir jeden Tag. Jeden Tag kriegen wir die neuen Zahlen. Wir müssen Aufmerksamkeit schaffen, denn gerade das Virus kann man ohne Aufmerksamkeit überhaupt nicht bekämpfen. Und die Bekämpfung ist dann einerseits die Maske, andererseits die Impfung und solche Dinge. Und auf der rechten Seite der Klimawandel. Das geht es ganz genauso. Wir mussten ihn überhaupt erst mal entdecken. Er ist nicht auf der Erde entdeckt worden. Er ist durch Raumfahrt auf der Venus entdeckt worden. Die Venus hat einen viel stärkeren Klimawandel hinter sich, als wir ihn haben. Dann haben wir ihn gemonitort auf der Erde. Wir gucken nach den Temperaturen. All das passiert aus dem Weltraum. Wir gucken nach dem Schmelzen des Gletschereises. Da müssen wir Aufmerksamkeit schaffen. Auch das hat einige Zeit in Deutschland gedauert. Und jetzt können wir tatsächlich ihn bekämpfen mit verschiedenen Methoden. Raumfahrt war für mich bis vor wenigen Wochen, bis zum 24. Februar, immer, und ich zitiere Simon & Garfunkel, Bridge over troubled water. Mit Raumfahrt konnte man all diese Probleme, die wir hatten, überbrücken und zusammenarbeiten in einer globalen Ebene. Denn eines ist klar, Sie alle stehen ja auch für Wettbewerb in der Wirtschaft. Wettbewerb ist ein Treiber, das wissen wir alle. Competition is a driver. Wer würde 100 Meter unter 10 Sekunden laufen? Also der ein oder andere würde ein Fahrrad oder ein Auto nehmen. Aber Kooperation ist ein Enabler, ein Ermöglicher. Wir können Dinge zusammen machen, die wir allein nicht können. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Jetzt in der Diskussion über Souveränität und solchen Themen dürfen wir diesen Aspekt nicht vergessen. Und deshalb Raumfahrt, darüber könnte ich jetzt alleine stundenlang reden, das darf ich aber nicht. Aber hier sehen Sie eine lange Liste, was ist Raumfahrt? Raumfahrt ist heute nicht mehr Prestige, ist nicht mehr Pioneering. Aber Raumfahrt hat immer noch etwas, was wir in unseren Genen haben, nämlich den Entdeckergeist. Und dann eine ganze Reihe von Wissenschaft, von der Frage Erdbeobachtung, um zum Beispiel den Klimawandel zu beobachten. Sie alle benutzen Navigation, kommt aus dem Weltall. Ich habe mal einen Taxifahrer gefragt, ja, woher wissen Sie denn jetzt davor? Haben Sie so einen Bildschirm? Wie funktioniert das? Ja, ich habe ein Schellatlas im Kofferraum. Das ist wirklich nicht mehr die Welt von heute, sondern klar ist, wir haben Satellitennavigation. Europa hat das beste Satellitennavigationssystem. Reden Sie bitte nicht mehr über GPS. Das ist amerikanisch. Galileo heißt das europäische System. Dreimal genauer als GPS. Also und deshalb sollten wir das auch in unseren Medien immer mal häufiger benutzen. Und so weiter und so weiter. Wir haben gar nicht die Zeit zum Applaus. Tut mir leid, halten Sie das für den nächsten Vortrag vor. Ich muss hier durchziehen, ich habe eine klare Aufgabe. So, 2014. Sie alle wissen, was 2014 passiert ist. Das war die Krim-Annexion. Und zu der Zeitpunkt sollte ein europäischer Astronaut mit einem deutschen Führerschein, Alexander Gerst, in den Weltraum fliegen. Und ich war eingeladen nach Baikonur in Kasachstan, um diesen Start mitzuerleben. Ich habe gedacht, das kann nicht gut gehen. Wir haben Sanktionen gegenüber Russland. Wie soll das da funktionieren? Und ich kam nach Baikonur
und habe dieses Bild gesehen. Da sehen Sie von links nach rechts Alexander Gerst, den kennen Sie alle, Maxim Surajew, seinen russischen Kollegen, und rechts Reid Weissman, seinen amerikanischen Kollegen. Und hier sitzen die noch weit auseinander. In der Sojus-Kapsel sind sie noch viel dichter. Und das ging. Und wir hatten dort Roskosmos, wir hatten die NASA, wir hatten die Europäer. Und wir konnten miteinander wirklich toll miteinander reden. Es funktionierte. Also ich war überzeugt, ja, du hast recht, Bridge over Troubled Water. Wir haben die Krim und trotzdem haben wir eine Brücke, wie wir in die Zukunft gucken können. Und die sind dann gemeinsam zur Internationalen Raumstation geflogen, bei der neben den Russen, den Amerikanern und den Europäern auch noch die Japaner und die Kanadier beteiligt sind. Und daraus ist dann dieses Bild dann auch für mich immer so wichtig geworden. Die Astronauten haben aus dem Weltall immer gesagt, wir sehen überhaupt keine Grenzen. Was redet ihr eigentlich auf der Erde? Und United States of Europe ist ein toller Gedanke. Das ist nicht so ganz nah. Deshalb habe ich gesagt, lasst uns doch wenigstens United Space in Europe machen. Das wäre doch vielleicht schon mal ein erster Schritt. Und jetzt sind wir 2022. In einer ganz anderen und viel verhärteren Situation, Sie alle wissen das. Und auch ACATEC hat sich sofort dazu erklärt und hat gesagt, ja, wir sind bestürzt, wir sind betroffen, wir sind auch wütend. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir müssen aber auch gleichzeitig gucken, was machen wir jetzt mit der Zukunft? Begriffe wie Sicherheit, Resilienz und Nachhaltigkeit müssen jetzt nach vorne gestellt werden. Also nicht nur die Kritik, die wichtig ist, sondern auch gleichzeitig eine Perspektive, was können wir gemeinsam weitermachen. Was hat diese 2022 für die Raumfahrt verändert? Zum Beispiel dieses. Wir hatten 2016 eine Mission gemeinsam mit den Russen gestartet. Da waren die Amerikaner ausgefallen, die hatten damals aus finanziellen Gründen nicht mitmachen wollen. Wir haben 2016 eine Mission zum Mars geschickt, die toll funktioniert. Und wir haben gesagt, okay, und 2022 schicken wir eine zweite Mission, die gehört dazu. Da soll ein Rover über den Mars fahren, tief in den Mars hineinbohren und nach Leben suchen. Weil der Mars in der Vergangenheit eine Situation hatte wie die Erde. Vielleicht ist der Mars unsere Zukunft. Das ist so eine der Fragen. Das ist eines der Projekte, was sofort gestoppt wurde, leider sofort gestoppt wurde. Und die Russen haben dann auch gesagt, sie würden damit drohen, dass die Internationale Raumstation, dass sie die zum Absturz bringen würden, weil die Russen immer die Raumstation wieder auf Höhe halten. Auch in 300 Kilometer Höhe gibt es immer noch Luftpartikel, die so eine Raumstation abbremsen. Und dann kennen Sie alle dieses Bild. Und ich könnte Ihnen jetzt auch meine Interpretation von diesem Bild darstellen. Das war sicherlich kein Zufall. Und es war auch nicht so, dass nur gelbe Anzüge da waren, wurde ja auch behauptet. Oder dass das die Farbe von der TU Moskau ist. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Man hat nicht geglaubt auf russischer Seite, dass man mehr als 3 Tage braucht, um das Problem in der Ukraine zu erledigen. Und dann könnte man sehr schön feiern. Hier seht ihr, wir haben alles wieder zusammen. Aber das gibt es nicht nur auf der Seite, diese Tendenzen durchaus ein bisschen sich abzuschotten. Das ist Mike Pence, der frühere amerikanische Vizepräsident, und der hat 2019 gesagt, back to the moon. Was er damit meinte, die Amerikaner wollten wieder zum Mond. Und ich habe gesagt, Herr Präsident, Vizepräsident, ich habe ihn persönlich getroffen bei dieser Rede und habe gesagt, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen das sage, das ist Unsinn, was Sie sagen. Erstens, back ist schon mal schlecht, man soll immer vorwärts gehen. Und zweitens sollten Sie das nicht alleine machen, sondern wir sollten das gemeinsam machen. Forward to the Moon ist auch viel besser, viel zukunftsorientierter. Und daraus ist die Idee entstanden eines sogenannten Monddorfes, dass eben alle verschiedenen Länder zusammenkommen und etwas auf dem Mond machen. Und auf diesem Weg sind wir mittlerweile. Die Amerikaner fliegen mit ihrer neuen Rakete nur mit Hilfe der Europäer oder genauer gesagt der Deutschen zum Mond, nämlich ISM, steht für European Service Module. Und auch die nächste Station, die gebaut wird in der Nähe des Mondes, das sogenannte Lunar Gateway, wird mit Europa gemeinsam gebaut. Ich habe noch in meinen letzten Tagen als ESA-Generaldirektor die Unterschrift dafür geleistet. Und schön ist, dass dieses nicht nur eine Welt der öffentlichen Seite ist, sondern auch der privaten Seite. Jeff Bezos, den Namen kennen Sie, der hat gesagt, City on the Moon. Ja, die Amerikaner denken immer ein bisschen größer gleich, aber die Idee ist genau dieselbe. Und auch Elon Musk, den auch jeder kennt, hat, nachdem er immer gesagt hat, Mars, 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 hat dann gesagt, nein, zuerst fliegen wir zum Mond.
Ist das jetzt so ein Auseinanderklaffen, private Seite, öffentliche Seite? Ich glaube, diese beiden Seiten werden sich vereinen, auch in der Raumfahrt. Und damit kann ich auch sehr schön Ludwig Eher zitieren, der gesagt hat, ich vertraue der privaten Initiative und glaube, dass sie die stärkste Kraft ist, um aus den jeweiligen Gegebenheiten den höchsten Effekt herauszuholen. Also das passt alles zusammen. Und deshalb ist das hier die komplizierteste Darstellung, die ich Ihnen heute zumuten will. Von links nach rechts sehen Sie von öffentlicher zu kommerzieller Raumfahrt. Von oben nach unten, von national bis zu globaler Kooperation. Und da sehen Sie, sind verschiedene Sachen. Zum Beispiel die militärische Sicherheit wird weiterhin national sein. Und auf der anderen Seite die globale Sicherheit wird sicherlich auch international gemeinsam bearbeitet. Und dazwischen gibt es viele Themen wie Wissenschaft, wie Exploration, Weltraumschrott, Navigation und so weiter. Und die bewegen sich jetzt nach rechts. Ich habe geglaubt vor 3-4 Jahren, dass die Wissenschaft und die bemannte astronautische Raumfahrt links bleiben würden. Aber ich habe mich getäuscht. Auch die gehen mittlerweile nach rechts. Und das ist sehr gut so. Die Kommerzialisierung des Weltalls ist sehr gut. Das ist der erste rein private Weltraumflug gewesen. Axiom heißt die Firma. Gemeinsam mit Elon Musk sind sie zur Internationalen Raumstation geflogen und sind immer noch dort oben. Sie kennen die Begriffe Wertschöpfungskette. Sie kennen die Begriffe Lieferkette. Wichtig ist, wir brauchen auch eine Innovationskette von Grundlagenforschung bis zum Produkt. Und die muss nahtlos sein. Wir dürfen nicht erlauben, dass dazwischen wichtige Grundlagenergebnisse verloren gehen. Wir müssen eine nahtlose Innovationskette darstellen. Aber es gibt noch eine weitere Kette, und auf die möchte ich ganz am Schluss heute hinweisen. Und das ist die Motivationskette. Wir haben eben gehört in dem Vortrag von Herrn Reinhardt, dass diese Zukunftsperspektiven nicht bei allen positiv sind. Und ich glaube, da können wir etwas machen und da kann auch die Raumfahrt etwas machen. Denn eines ist klar, wenn ein Astronaut mit jungen Leuten redet, sind die immer fasziniert. Und Raumfahrt insgesamt, das überlegen Sie sich mal selber, fasziniert hoffentlich auch Sie. Und Faszination ist eine positive Bewegung in diesem, wie Herr Reinhardt sagte, Muskel, den wir trainieren können. Und dieser positive Effekt in unserem Gehirn, diese Faszination, die können wir durch Denken in Inspiration umwandeln. Und wenn wir inspiriert sind, dann können wir auch noch den letzten Schritt machen und sagen, jetzt sind wir motiviert. Und das muss nicht für die Raumfahrt sein. Das kann für jede andere Zukunftsfrage sein. Deshalb glaube ich, ja, eine Zukunft liegt im Weltraum. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.